Na, dann wollen wir mal. Weiter geht's. Ich kann... Hulu! Hulu? Depp, depp, depp. Kann ich denn eigentlich nicht noch irgendwo anders hin? Was ist das? Kann ich das einsammeln? Nein, das ist einfach nur ein Paket. Ist sogar alles auf Deutsch richtig. Turnhalle! Ist das von Deutschen machen? Interessant zu wissen. Oh, ein Basketball, ja. Jetzt habe ich mein Boot nicht wiedergeholt. Könnte ich mein Boot wiederholen? Nee, ich glaube nicht, oder? Hier durch geht's nicht lang. Ah, nee, stimmt, wir sollten ja neue... dass ich immer alles schnell vergesse. Wir sollten ja neues Licht sammeln. Und dann wieder zurückkehren. Oh! Noch Heute habe ich herausgefunden, dass Hunde farbenblind sind. Ich habe Ellie umarmt und geweint, weil sie die schönen Blumen nicht sehen kann. No. Ja, so wie es aussieht, sind wir in unserem Unterbewusstsein. Wir tun gerade unsere Gefühle erforschen. Hier muss ich ja durch. So. Nicht aufmachen. Okay. Wie soll ich denn dann wieder zurückkommen? War ich hier richtig gewesen? Ich will nicht immer das Notleuchtzeichen benutzen. Ich will auch mal alleine durchkommen. Hier geht's. Ach, weißt du was? Fuck it. Huch. Wie es aussieht, finde ich den Weg gerade echt gar nicht. Da hoch? Okay, nee. Doch.
weit? Obwohl, so weit ist es gar nicht. Sieht immer nur so weit aus. Wer auch immer hier gelebt hat, wollte ganz schnell weg. Also? Papa und ich sind zur Gärtnerei von Herrn Elvin gefahren, um Pflanzen zu kaufen. Jetzt haben wir eine Hängepflanze, einen Kaktus und einen kleinen Baum. Papa meinte, das sind meine Schwestern und ich muss mich um sie kümmern. Herr Elvin hat mich Cocktailtomaten pflücken lassen. Wenn man Cocktailtomaten ordentlich mit richtigen Samenarten pflanzt, also richtigen Tomatenarten, dann schmecken die auch richtig schön süß und anders. Nicht so wie normale Tomaten, Fleischtomaten oder sowas ähnliches. Richtige... So richtige Tomaten schmecken richtig lecker. Schön süß. Vor allem die bunten, mehrfarbigen. Ja, Tomaten sind schon was Feines. Cocktailtomaten sind ja eher die kleinen, die ganz kleinen, die man so in Häppchenweise essen kann. Oh, noch ne, eine Möwe. Husch! Eine Möwe verjagt. Warum soll man Möwen verjagen? Naja. Oh, da ist noch eine. Oh. Husch. Hoppala. So. Noch mal Möwen, nö. Hoppala. So, ich habe mich schon wieder verlaufen. Wohin? Da hoch. Da fliegt es runter. Ah, oh, will ich doch gar nicht. Hoppa! So. Weiter geht's. Schipper, 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 schipper. Ich bin so froh, dass ich dich wieder habe. Mixed emotions. So rum.
können wir ja. Also da lang. Huch, da war eine Möwe, die habe ich noch nicht mal gesehen. Husch, husch. Pension. Schon wieder. Na dann los. So, bin oben. Nein, das kriege ich nicht hin, oder? Oh Gott! Hallo. Ob ich hier rüber kann? Na, mal ausprobieren. Ah. Ja, easy. Oh, das ist eine Möwe zu vertreiben. Ne? Komm ich hier nicht hoch? Ich muss sagen, wie die Möwe vertreiben können. Hallo. Hey. Ah, oh, ich konnte es gerade. So. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, gut.
Alles hell. Ah. So. So, Tür geöffnet. Und weiter geht's. Die Reise diesmal hinführt. Da ist ja alles wieder heil geworden. Ah, so. Ja, vertreiben, vertreiben, vertreiben. Hallo? Wer bist du? Okay. Weißt du, warum es mir hier so gefällt, Kay? Papa und ich waren hier, nachdem wir von dir erfahren haben. Sie haben die süßen Törtchen mit Sahne. Wollen wir ein paar davon mitnehmen? Ja, wir holen uns ein Dutzend. Mama? Komm, Kay. Wir suchen uns was Leckeres aus. Zur Feier nehmen wir eine ganze Schachtel mit nach Hause und überraschen Papa damit. Aber... Mama? Ja, mein Liebling. Was ist denn? Hey, alles gut. Erzähl mir, was los ist. Weißt du nicht auf das Baby? Natürlich. Ich bin überglücklich. Papa auch. Versprochen. Und wir sind so froh, dich zur Unterstützung zu haben. Du wirst eine tolle große Schwester sein. Ja. Wie nennen wir das Baby, wenn es ein Junge wird? Welcher Name gefällt Ihnen? Sunny. Oh, jetzt wird's wieder dunkel. Hey, hört auf mich! Ja. Richtig viele losschicken. Ich kann ja auf die Laterne klettern. So.
weg. Gehört, dass Wünsche bei Sonnenuntergang wahr werden. Man muss nur den richtigen Moment erwischen, in dem sie verschwinden. Na komm, Kusch. Sag mal. Der kommt da wieder zurück, Herr Schwamm. Da hinten, gut. Oh, perfekt. So, hier ist er ja. Hoch, Wasser, hoch, hoch, hoch. Sag mal. Ich glaube, Hackte.